Quiet. Darlings, I have an announcement to make. My parading days are over. No! But do not fear. It will only be for a little while. I will return as soon as the Lord of Shadows is defeated. We understand, Sylve. That Mordigan's stolen enough smiles. Someone's got to stop him. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylve. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. And if anyone can show that rotten spoilsport what's what, it's you. Exactly. We'll never get those smiles back if I don't do this. And I won't be leaving you high and dry. I'm going to ask my papi to look after you in Puerto Valor. Puerto Valor? Surely not. Surely you cannot be Don Rodrigo's. So you finally figured it out, huh? Same old stone-headed Hendrik. Such a sweet, simple boy. Huh? Ah! All right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto Valor how to party! Yeah! I cannot fathom it. The boy is unrecognizable, and he has abandoned the name his father gave him. Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Silvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor, never to return. Until now. But perhaps this is not such a bad thing. I have been meaning to visit Don Rodrigo and seek his counsel. Very well. It is not far from here to Puerto Valor. The road will take us north, then east. Machen wir doch glatt, Freunde, aber ein bisschen anders, als die sich das vorstellen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest XI. Im letzten Part haben wir den Möchtegern-Drachen besiegt, aber auf eine ziemlich heftige Art und Weise. Wir durften keine Zauber verwenden, wir mussten uns auf die Fähigkeiten beschränken und das hätte uns beinahe das Leben gekostet. It's so strange. I thought I'd never see this place again and yet here I am. Well, at least I came back with a bang. You go on ahead, honey. I need a second to compose myself. Ich soll vorausgehen. Kein Problem. Hey, Digi. Ich bin zurück. Wo ist euer Meister? Gut, und von uns erholen, aber jetzt ist er wach, wir sind darüber sehr erleichtert. Für eine gute Nachricht hier in Puerto Valor. Ich frage mich, was
tun wir uns auf sicher, den nicht dort draußen hören können. Nein. Dann muss ich mir das eingebildet haben, oder war mein Herz, das war leichter und lauter als sonst geschlagen hat. Oh, hi. Don Rodrigo, it is I, Hendrik. It has been too long. Huh? Hendrik? How many years has it been since you completed your training, huh? I have heard many tales of your exploits. To think that the great lump of meat who came to me all those years ago is now the hero of Eliador. I had not expected to find you in such good spirits, my lord. As one who owes everything to your kind offices, it pleases me greatly. Alas, there has been precious little cause for mirth since last we met. Dundrasil fell, then Yggdrasil, and now the Lord of Shadows roams the land. Don Rodrigo and I have much to discuss. Perhaps you could go and fetch Silvando while we talk. WTF, jetzt muss ich den Spaten noch holen. Ist klar. Leistungsbote, Titel, Pein, Mein, mit Platin. Platin-Kopfschuss, Platin-Panzer. Okay. Das hätten wir. Wo soll der Vogel sein, Mann? Sind hier schon wieder am Rumhüpfen, die Tusis. Alles fällt ja nicht, suchst du nach Rio? Ich glaube, er ist die große Treppe zum Meer runter. Ernste Miene drauf, ganz anders als sonst. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal nach ihm sehen könntest. Okay. Da ist er schon. Oh, hey, honey. I guess they sent you to fetch me, huh? It's so silly, I know. Here I am, happy to go put my neck on the line in the fight against the Lord of Shadows. And yet, the thought of facing Papi makes me want to run away screaming. Seeing that boy and his father in Phnomnon made me think I could do it. That I could finally face him. But now I'm here, I'm so scared. You've heard what happened with me and him, I guess. Hendrik told you, huh? It all seems so far away now. Even before I could walk, I was training to be a knight, you know? I would stay in Puerto Valor and follow in my father's footsteps. Then one day, the circus came to town. It was so, so fabulous. I can't even describe it. It was love at first sight. I knew from the second I walked into that tent that I'd found my calling. Getting up on that stage and making people happy, that was the life for me. But Papi, he wasn't so keen. A few plates got smashed the night I broke the news to him, let me tell you. But I wasn't going to let that stop me. Oh no.
This was my calling. To make the whole world happy. I would be a knight in smiling armor. He didn't have anything to say to me after that. That was when I knew that I had to go and prove to him that I meant what I said. So I left. And I haven't seen him since. Ah, dear me, that got a bit long and emotional, huh? But it's made me feel a whole lot better. In fact, yes, let's do this. It's now or never. Let's go pay Papi a visit. Okay. Da wir den Herr Heini noch dorthin bringen. Obschon er uns hätte mitnehmen können und ja, das Ganze ein bisschen leichter für uns machen. Das ewige Hin- und Hergerenne ist ein bisschen zu strong, meiner Ansicht nach. Einfach viel zu dumm. Du da mit den Federn. Verschwinde, Don. Rodrigo Villa ist kein Ort für verdächtige Kerle wie dich. Und ganz der alte was, Gonzales, tut mir leid, mein Lieber, aber du jagst mir keine Angst ein. Ich kannte dich schon, als der Anblick eines Tropfens Blut ausgereicht hat, dich flennend zum Mami rennen zu lassen. Como, wer kennst du meinen Namen? Und ich wette, kleine Quietschemäuse lassen dich noch immer in Schockstarre fallen, oder? Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie du mal eine mit einer Bürste verwechselt und versehentlich aufgehoben hast. Hihi, oh Schätzchen, dein Gesichtsausdruck damals war einfach unbezahlbar. No. Impossible, du bist doch nicht etwa... Ist der Groschen also endlich gefallen, hm? Ihr seid zurückgekommen, Ich hatte schon gedacht, ich würde euch nie wiedersehen. Eieiei, es ist un Milagro. Ein Wunder. Auch genug der Schmeichelei. Tut mir leid, dass ich dich so lange allein gelassen habe, mein Lieber. Es macht dir doch bestimmt nichts aus, wenn ich mich hier noch hier nach so langer Zeit ein wenig umsehe, oder? Komm, no, natürlich nicht. Ich bitte euch, das hier ist euer Zuhause. Seht euch so lange um, wie ihr wollt. Ach, auf einmal. Hi, Papi. Caramba. Norberto, you dare to show your face in my presence. And you have come to tell me something, see? I'm sorry, Papi. Sorry. So sorry. Sorry? What are you apologizing for? Foolish boy. Huh? You have succeeded in making the world smile. See? Not yet, Papi. Then why are you here, hmm? Why did you come back if you have not yet done as you promised? You said you would do it, Norberto. You said you would make everyone happy. I did not raise you to be a failure. How dare you come to me and... Papi! Damn you, boy.
If I were younger, I would put you over my knee. What kind of a knight makes an oath and does not fulfill it? Wait. Puppy, did you say knight? You still think of me as one? You have no idea how... Oh, thank you, Puppy. Thank you. I guess it wasn't very knightly of me to come back before I'd fulfilled my promise, huh? But I had a good reason. Mm-hmm. The Lord of Shadows. See? See. How can I make people happy if he is there making their lives miserable? It is impossible. Which is why I'm going to beat him. Only then can I fulfill my vow and make all the people of the world smile again. Careful, boy! Do not promise to defeat Mordegon if you do not truly intend to do so. Of course, Papi. A knight's word is his bond. You taught me that. But there's just one teensy-weensy little thing I need to ask you to do to help. I've picked up a few friends on my travels. They're kind of young and kind of innocent. They need a role model, you know? Someone to lead them. You do not even need to ask, Norberto. A knight serves the weak untiringly. Or... Oh, Papi, really? Come along, Norberto. Of course, it will be my pleasure. Oh, aren't you just the sweetest, kindest father a boy could hope to have? Oh, darlings! Come say hello to your tío Rodrigo! Hmm? Oh, what a lovely bedroom. It's so big. Oh, don't tell me this is your dad, Sylv. He's awfully manly. I'll feel safe with you looking after me, Mr. Rodrigo. Norberto, explain yourself. What is the meaning of this? Now, Papi, let's just pop this on. Oh. Hey, Norberto, where are you? Hey, get your hands off of me! That's your foolishness, boy! I did not agree to this! Oh, don't be like that, Papi. How can you lead my little band of boys if you don't look the part, huh? You promised. And didn't you always teach me that a knight's word is his bond? Huh? Da hat der Papi übers Ohr gehauen, wa? Oh Gott, ich hätte die Schabracken nie aufgenommen. Sorry, ja genau, jetzt brüllen sie hier drin rum, ne? G-
geht ja mal gar nicht fit. Listen to me, soldiers of Smile. You serve my puppy now. You must do as he says. Do not fail me. Please, Sylv, don't go. Don't leave us. Darlings, it breaks my heart to say goodbye. Truly, it does. But we have to be strong. As soon as Mordegon is defeated, I'll be right back with you. I'll be home before you know it. You'll see. And no matter how far I go, no matter how hard it gets, I'll always be with you. Always. Oh, Sylv, we'll be with you too. Just say the word and we'll come running. Was kann ich jetzt einsetzen? Kann nun die Fähigkeit Karnevalskavallerie einsetzen. Oh Gott. Thanks so much for all your help, darling. I'm all yours now, I promise. Okay, soweit so gut. Leonardo schließt sich der Truppe wieder an. She's anchored off to the east of here. Was? Die schmucke Stute steht zur Verfügung. Ja! With the ship at our disposal, other places will be accessible to us. Perhaps now we can seek out your friends in Arboria. Antiquia, ja. Aber ich hätte jetzt gerne noch schnell einen Abstecher gemacht. Jetzt haben wir wieder 4 Leute. Sollte ungefähr reichen. Der sollte jetzt auch auf Level 37 sein. Denn wir müssen ja stärker werden, hieß es. Und heißt für mich Teleportation, please. Nach Grimalaya lag. Also Kletschmandu. Na? Denn dort müssen wir irgendwie die Quest erledigen. Xenlon-Kollektion brauchen wir. Aber jetzt ist die Frage, können wir das überhaupt schon machen? Zumindest sehe ich hier noch keine Mission. Göttliche Gewandung. Ein Sieg über 40 Zügen. Göttliche Gewandung. So, so. Also, ich würde da schon ganz gerne irgendwas machen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das geht. Eisaxt, Zauberrüstung.
Hätte ich gebraucht gegen dieses Aas da. Oh nee, ich dachte gerade, das ist der Waffenladen. Ich sehe was. Habe ich ganz übersehen. Ätherischer Stein. Wo ist unser Dude? Sicher wieder ganz oben, wa? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder können wir das erst später machen? Ich muss zu dem Platz der Disziplin. Würde ich sagen. Aha. Ja, zum Platz der Disziplinlichtbringer. Hier könnt ihr euch auf dem Pfad Drangsal begeben und dadurch, dass ihr gegen immer stärkere Feinde antretet, lernen im Kampf auch das letzte Quäntchen Kraft in euch zu mobilisieren. Aber zwei Dinge solltet ihr bedenken. Wenn ihr diese Herausforderung in Angriff nehmt, dann müsst ihr die Stärken und Schwächen eurer Gegner wie auch eurer Gefährten in Betracht ziehen, wenn ihr festlegt, wer sich dem Pfad der Drangsal stellen soll. Dann müsst ihr versuchen, eure Gegner mit so wenig Aktionen wie nur irgend möglich zu besiegen. Denkt dran, ich werde die Anzahl aller Aktionen der Mitglieder eurer Gruppe zählen. Wenn es euch gelingt, sollte es dem Feind mit ausreichender Effizienz zu schlagen, werdet eure Anstrengung entsprechend belohnt. Also gebt unbedingt euer Bestes, aber genug geredet, bitte Lichtbringer, wählt die erste Prüfung. Und Moment, die... Da. Aber ich habe doch keinen Mana mehr. Ja, das ist sehr schlecht. Ich komme gleich wieder. Das ist sehr behindert. Ich möchte einfach mal eine Prüfung machen. Ich brauche zwar die vierte Prüfung, aber vielleicht erschließt sich die mir noch. Sobald ich die ersten drei in die Tonne gekloppt habe. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich da noch storytechnisch weiterkommen. Aber immerhin können wir die Flotte, also die gute Stute da, ne, jetzt wieder verwenden. Hier kann ich mich nicht mal... Ne? So, übernachten, ne? Sehr schön. Ja, gut geschlafen habe ich immer. Ich hoffe, die kommen nicht mit solchen Monstern an, die ich gleich nicht besiegen kann. Sonst bin ich hier schneller wieder weg, als sie sagen können, hallo. Dann trainiere ich mich irgendwie auf Level 100 und dann komme ich wieder und dann sage ich, ja, und jetzt? Ein Schlag, One-Hit oder so? Ja, wir brauchen auch eben vier Mitglieder, weil jetzt nur mit drei wäre es jetzt ein bisschen kritisch geworden.
Aber jetzt mit Rionaldo im Team sollte es passen. Rionaldo. Was hat denn der jetzt noch hier? Peitsche, Messer, Geschmeidigkeit, Bühnentalent. Das flinke Fußabdruck steigen die Chancen, das noch zu angreifen, auszuweichen. Ja, da dürfen wir sowieso nichts ausweichen. Danke, dann hier. Heilungshieb hat auch er jetzt. Messer brauche ich ja nicht. Oh Mann. Habe ich ja schon das Ganze gemacht. Fesselnde Flötenspiel spielt ein Meister auf der Melodie, die einen Feind mit ihrer Brillanz betören kann. Ja, ist aber nicht wirklich jetzt fördernd. Einhändiges Schlangentöten. Erster Kampf, zweiter Kampf. Die vier Schrecken von Heliodor. Ist es dein Ernst? Dann mach ich das so. Na bitte. Tödlicher Drache nähert sich. Dann machen wir mal den Quadrohieb. Mhm. Ja, spielt keine Rolle, ich töte den einfach so. Nein! Arschkrampe. Letzte Herausforderung, aktuelle Prüfung erwartet euch. Gebt euer Bestes nicht, Springer. Oh Mann. Magiespender, Perlentor. Hm.
Ich habe einfach mit ihm keine Mehrfachangriffe, ne? Dann verfehlt er noch, der Dude. Ja, wie will man das schaffen? Bin ich zu schwach oder was? Ja, zumindest mit dem Team, ne? Das ist ja heftig. Und das sind kleine Quietschdinger, Mann. Blockenspiel, ja. Flame consuming! Ja, ist geil. Dann kann ich direkt fliehen. Ja, das können wir vergessen. Da bin ich raus aus der Nummer. Da bin ich felsenhart raus aus der Nummer. Da werde ich nie wieder einen Fuß hinsetzen. Vielleicht Level 100, okay, wenn ich die einfach alle nur noch wegknalle, ne? Aber zuerst mal muss ich mal einen Spot finden, wo größere Metallschleime spawnen. Dann kann ich mir das ja nochmal überlegen, aber zurzeit bin ich nicht in der Lage. Ja, doch, ich als Einzelperson definitiv, aber ich dachte, ja, komm, man kann als Gruppe antreten, aber nein, darfst du nicht, weil... Wäre ja unfair oder so. Ist klar. Darauf ist echt geschissen, ne? Also ich weiß, dass, also ich finde cool, dass man zuerst Brodo, wenn man der Story wirklich folgt, bekommt, dann Rinaldo oder Rinaldo, wie auch immer, damit man das Schiff wieder bekommt. Und ja, jetzt können wir Marsch in fremde Gewässer. Ja, schade. Das Xeolon-Kostüm kann ich mir nicht gönnen. Das kann ich mir nicht gönnen. Weil wenn die erste Aufgabe schon so schwierig ist, dann möchte ich nicht wissen, was in Teil 4 auf uns wartet. Ich mich darauf gefreut habe, dich und dein Kumpel wieder an Bord begrüßen zu können. Ich werde noch ganz rührselig. Jetzt hast du Gerüchte gehört, dass über die Herberge im Kriegsfeld kursiert, König... Kämpfe heißt sie. Angeblich hat jeder, der dort übernachtet, genau den gleichen Traum.
Herberge in Kriegsfeld kursiert. Aha. Ein Traum, was das ist interessant. Ich schätze, wir sollten die Herberge wohl mal einen Besuch abstatten. Ist auch gar nicht so weit dorthin. Die Küste runter Richtung Osten, wenn ich mich recht entsinne. Komm, Junge, lass uns nach Kriegsfeld reisen und herausfinden, ob in der Geschichte was Wahres dran ist. Nope, sehe ich jetzt nicht ein. Ich bin jetzt froh, wenigstens mal. Was? Ein Rieseneisberg versperrt mir dort den Weg. Wollt ihr mich komplett rollen? Also, ich weiß, wie gesagt, was ich jetzt mache. Gondolia. Hallo? Bei den Gondolia gibt es auch noch was ich da machen kann. Und zwar muss bepackten Händler gegenüber des Rüstungshändlers in Gondolia für 89 Goldmünzen kann ich mir ein sexy Outfit auch noch für Jade holen. Für später, wenn sie wieder in unserem Team ist. Das kann ich runterhandeln bis auf 20.000. Und das würde ich halt schon ganz gerne tun. Da hat wieder eine neue Mission und fliegt, ne? Oh, nee, oder? Jetzt kann ich einmal einen Kreis machen, oder wie? Der Typ da, ne? Marine, immer wenn ich hier stehe und den Duft der See rieche, erinnere ich mich an die Abenteuer meiner Jugend. Doch hier und Capitano, sie zusammen mit meiner Mannschaft habe ich auf der Suche nach Schätzen die Meere bereist. Nach vielen Erfolgen stießen wir eines Tages auf etwas ganz Besonderes. Wir fanden einen besonderen Stein, der Gelehrtenstein. Ich erinnere mich immer noch an Il Momento, als meine Augen ihn zum ersten Mal erblickten. Doch leider nahm die Geschichte kein gutes Ende, Ragazzo. Auf der Rückfahrt nach Gondolia gerieten wir in Una Tempesta Molto Terrible, einen furchtbaren Sturm. Unser Schiff zerschellt an den Felsen. Fortunamente haben alle überlebt. Ich wollte ins Meer springen, um unsere schöne Schätze zu retten. Aber meine Mannschaft hielt mich zurück. Ich musste mir dann sehen, wie alles auf dem Meeresgrund sank. Und dort liegt es vermutlich immer noch, mein geliebtes Schiff, meine Schätze und der famose Gelehrtenstein. Hört mal, Ragazzo, ich würde den Stein so gerne noch einmal sehen, bevor ich sterbe. Versteht ihr? Per favore, könnt ihr ihn vielleicht für mich suchen? Dir wurde soeben eine Mission aufgetragen, ja. Hatte ich nicht erwartet, ihr müsst mich doch für völlig verrückt halten, ne? Allora, dies... Die Stelle, an der mein Schiff gesunken ist, liegt genau östlich von Heliodor. Beginnt dort mit eurer Suche, Ragazzo. Der Gelehrtenstein muss immer noch dort liegen, ist in so die Dubio, ganz sicher. Was? Östlich von Heliodor? Okay. Wenn ich gleich den Schatz am Grund der See zu finden, ihr werdet ihn abtauchen und den Meeresboden gründlich absuchen müssen. Von Westlaus aus ist, findet ihr ihn unmöglich. Ich weiß, dass ihr das viel verlangt und ich habe leider keine hilfreichen Suggerimenti, aber vertraue auf euch, Ragazzo. Ich weiß, ihr werdet den gelehrten Stein finden und ihn mir zeigen. Ah, genau. Gucken wir das uns mal an. Wir haben noch keine Seekarte irgendwie. Ragazzi.
Cazzo vuoi? No? Ich kann auch ein bisschen Italienisch. Da war aber ein gesunder und glücklicher Mann. Ja, das tut mir leid, aber interessiert mich gerade herzlich wenig. Nach einer mysteriösen Blume suchst. Grazie mille, ihr besitzt Uncuore d'Oro, ein Herz aus Gold, sie, Allora. Dann erzähle ich euch nun alles, was ich über diese besondere Blume weiß. Mein Liebster hatte mir noch gesagt, dass die Blume Wüstenrose heißt. Es ist schwer zu glauben, dass eine Rose in der Wüste gedeihen kann, no? Aber mein Schatz hat mich nie belogen. Es gibt diese Wüstenrose wirklich. Ihr müsst sie den Sanden um Galopolis danach suchen. Durchkämmt die Wüste, wenn es sein muss. Ja, ja. Hast vielleicht Glück, dass ich sie finde, aber ich glaube momentan eher weniger. Mit sowas habe ich meistens nie Glück. Über des Rüstungshändlers, ein muskelbepackter Kollege. Der ist ja nicht mal anwesend. Oder ist es der da? Das heißt, wenn eine Himmelgondolie herabfallen sollte, wird mein Laden nicht zumachen. Das garantiere ich euch. Hallo, heute ist euer Glückstag. Ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Ihr werdet mir nicht glauben, wenn ich euch sage, Wester, die Rüstung hat ein Signor Hendrik höchst selbst getragen. Ich habe auf der Suche danach Leib und Leben riskiert und nun habt ihr die Chance, sie von mir zu erwerben. Für nur 50.000 Goldmünzen. Nein. Zeit nicht. Arrivederci! So. Jade. Also wenn der die getragen hat, na, also dann fresse ich einen Besen. Der gute Hendrik. Das war ein Statement an dich, Kollege. Ich hätte ihm eins über die Rübe gehauen. Hinter der Kirche. Mit seinem Brudi. Du bist doch kein Bruder, oder doch? Ihr wisst, mein Bruder hat euch ebenfalls die Rüstung von Signor angeboten für Windgoldmünzen. Es muss eine Fälschung sein. Gardimente, ich lasse nicht zu, dass er mich schlägt. Na. Das meine ich mit runterhandeln. Was, mein Bruder hat euch eine Rüstung für... Nein! Immer noch nicht. Mindestens auf 20.000 runter, ne? Oh, was, Hendriks Rüstung? Seid ihr ganz Banane eigentlich? Warum kriege ich die einfach so geschenkt? Die bekomme ich doch in der Story. Aber die sieht schon recht geil aus jetzt mit dem Schild, ne? Also da kann man jetzt nicht meckern, ne? Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Aber das wäre eigentlich Jades Kack hier. Lasst euch nicht auf den Preis ein, geht stattdessen rechts zum Händler, Treppe hoch. Haben die da einen Fehler gemacht oder wie? Das war eigentlich das göttliche Büstier, Mann.
Dragon Quest 11 Göttliches Bustier. Aha, und wo kriegt man das? Oder kriegt man hier beide? Oder kriegt man hier beide? Das ist dann auch noch eine Idee. Weil die zeigen es wirklich so, wie es hier steht. Eigentlich bekommt man Henriks Rüstung während der Story. Oder wäre das erst verkauft, wenn ich Jade dabei habe? Kann auch sein, aber ich habe jetzt Henriks Rüstung. So. Passt wenigstens wie angegossen bei dem Kollegen. Wir müssen jetzt hier mal weg. Glaube ich zumindest. Das ist am besten. Julia. Haben wir jetzt safe durch. Also. Hier wird, also wird Gondolia schon irgendwie angegriffen, keine Ahnung. Und der Typ steht immer noch da. Mhm. Wo ist Jade? Ja, aber es steht nicht, wo man es bekommen kann. Das ist ziemlich dumm auf Spieletipps. Ha, ich guck da nur schnell noch das Ganze an. Aber irgendwie wird mir nichts angezeigt. Ach ja, lassen wir das noch, bis wir Jade haben. Hier haben wir allerdings neue Viecher. Schleimdinger. WTF. Metalldrachenschleim. Oh ne, sag nicht, ich habe ihm das Zeug nicht angeklatscht. Stimmungstöter. Multiheilung, Ding Dong. Boah. Die wollen mich komplett verarschen.
Und die sind noch stark, Metallhieb. Das war einer von denen. Jetzt brauche ich mehr Heilung. Pull your socks up. Wie viel Damage die machen. Sind halt nicht die echten, deswegen kriegen wir auch nicht so viel EP. Grotta della Fonte, da müssen wir sowieso hin. Wegen einer Nebenmission. Im Land von Gallopolis. Ja gut, machen wir das mal. Mal schauen, was wir noch so finden werden. Handvoll Poliersand. Oh. Krötis. Aber ich greife mal zuerst den an. Ah, dann kommt Kröterich auch schon um die Ecke. Oh Gott. Hey, Kröterich. Und ich habe natürlich jetzt immer noch nichts gemacht. Gigaschmetterer. Ja. Schnittiger Schlag sollte reichen. Jo. Ja, war klar. Und wenn ich jetzt... Ah, das gibt's alle. Sehr nice. Stufe 36, 6 Talentpunkte. Ja, warum nicht? Dann kommt hemmungsloser Hieb dran und dann zum Schluss Frontränen oder wie das Ding heißt. Hopfkrötenöl. Ja, ich bin reich. Nein, lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Schabracken. Yes. Oh Mann. Ja, ich bräuchte so eine Biene, ne? Aber da lasse ich jetzt gar nichts anbrennen. Nicht vergiftet, du scheiß Kollegenarsch. Du wolltest mich doch komplett verarschen. Wow.
Der Schlag hat gesessen. Well. So, dann gehen wir mal kurz da hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal war. Nein, war ich nie. Also für den Titel ein Schlankschwert aus Silber. Silberrapier. So, Ausrüstung, Rinaldo. Außer ich finde noch ein besseres. Ne, du hast leider nur ein Schwert, Kollege. Platinschwert, das ist natürlich auch was. Er könnte jetzt noch ein Schild führen. Deswegen Schuppenschild mal, dann. Stahlhelm. So. Muss ja nur ein wenig sein. Falscher Weg. Ja. Da hinten habt ihr auf jeden Fall was. Wir sind nicht umsonst zurückgedackelt. So. Sind wir gleich wieder in Grotte della Fonte. So. Missionsverzeichnis. Fernland. Klatschmann umgeben, eine Schneeschlange mit Hilfe von Korb. Kack töten. Pfeffer gegeben. Okay, ein schönes Schreiben.
Andolia, arbeitet dort jemand? Okay. Ha. Aber ich musste doch wegen jemanden noch in Ding gehen. Also die kryptische Krypta weiß ich auch, aber... Okay. Kann man ja mal so stehen lassen. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal rein. War heute ein bisschen eine komische Folge, aber ey. Ja, da oben will ich hin. La Fonte Sacra. Ja, ne, wir rennen einfach straight durch. Dein Ernst? Ist so schön, wenn man wieder Bodo hört, ne? Aha. Ihr scheiß Knäche, ne? Ich gehe kurz mal hin. Dann hätten wir auch das hier gespeichert. Ich weiß genau auch nicht, wie das so sein muss, weil ansonsten würde ich nur dran vorbeirennen. Kann ich ja beim nächsten Mal versuchen. Oh Mann. Korallschrat. Bist du sicher? Dass du gegen mich auch nur halbwegs was hinbekommst? Das ist neutral. Ich hab genug von dir. Sag dich doch. So, Magie, Teleport, dann Gondolia. Karnevalkostüm, Eschenbohrrüstung und Helm, blablabla. Ja, nee, das kann ich alles noch nicht machen, Mann.
Also, wartet mal. Machen wir noch diese Mission, die eine. Mhm. In einer Bäckerei in Gondolia arbeitet ein Brief, so übrigens begibt dich dorthin. Wo soll es hier eine Bäckerei geben? In Gondolia. Kann mir das ein Schwein verraten? Irgendwie nicht, ne? Ich halte einfach nach allen Frauen Ausschau. Anscheinend war das schon mal nicht richtig. Nicht im geringsten. Ich glaube auch nicht, dass es hier eine Bäckerei gibt gerade. Aha. Tausend Dank, ich werde ihn sofort lesen, dann lass mich mal sehen. Liebe Aki, oder Akia, geht es dir gut? Hoffentlich ist deine Ausbildung in der Bäckerei nicht zu anstrengend. Du hörst dich dort sicher hervorragend. Du hast dich schließlich schon als Kind nicht vor harter Arbeit gescheut. Nun, da die Not unseres alten Lebens der Vergangenheit angehört, bete ich jeden Tag, dass du deine Freiheit genießt. Ich kann es kaum erwarten, dich zu einer richtigen Bäckerin erblühen zu sehen. Ich habe diesem Brief ein paar Goldmünzen beigefügt, die dir das Leben hoffentlich etwas einfacher machen werden. Ich hoffe sehr, dich eines Tages wiederzusehen, von deinen köstlichen Kuchen zu kosten. Mit ganz viel Liebe, dein Hakim. Ach, der arme Hakim, er muss sich an allen Ecken sparen, damit er mir etwas Geld schicken kann. Ich muss ihn unbedingt zurückschreiben. Bitte wartet einen Augenblick, es dauert nicht mehr lange. Ja, jetzt spiele ich Postbote oder wie? Es ist was, dass du ziemlich viel verlangt hast, aber könntet ihr vielleicht zum westlichen Kontrollpunkt zurückkehren und Takim einen Brief bringen? Ja. Wenn es denn sein muss, dass ich nicht mehr in der Bäckerei arbeite, das möchte ich ihm lieber selbst sagen, wenn die Zeit dafür reif ist. Hab tausend Dank für eure gütige Hilfe, mein Freund. Möge die Sonne euch stets ein sanftes Lächeln zeigen. Oder am Kontrollpunkt westlich von Gallopolis. Aha.
Wir haben sie immerhin gefunden. Was kann ich sein? Von da kommen wir eigentlich. Okay. Zum Glück kam heute nichts Spannendes. Dann macht es auch nichts, wenn ich hier überziehe des Todes. So. Mhm. Ich hoffe jetzt einmal, dass ich das Richtige mache und zurückrenne. Hier durch. So. Stich wie eine Biene. Schlag wie ein Pfau. Und es giftet sehr. Zauber. How's about this for a pick me up? Ah! Dann. Willst du mich komplett rollen? Tja, und der Gegner ist jetzt nicht mehr on fire, ne? Warum rennen wir in diese Viecher rein? Ein Streitschirm. Der kann sowieso nichts. Victory! 500 Kämpfe oder mehr. Die auch gar kein Schamgefühl haben. Warte mal. Magie. Laguna, die Gondolia, Lagerplatz.
Ja, ich setze mich jetzt trotzdem noch hin, weil ich da nicht hundertprozentig sicher bin. Aber an sich glaube ich, hat es schon gespeichert. Man muss nur dran, also reingehen ins Vergnügen. Man muss nicht zwingend irgendwie auf Biegen brechen, da immer pennen. Ne. Probier es halt doch neue Krabben. Tschüssi. Da ist er, genau. Ist er zurück? Habt ihr meine Schüsse gesehen? Wie geht es hier? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ich dachte, hier ist Brief. Oh, ihr habt... Sie... Oh, ist das etwa... Ja, ein Brief von meiner lieben Akia. Tausend Dank, dass ihr ihn mir gebracht habt. Ich bin ja schon so gespannt, was sie zu berichten hat. Lieber Hakim, vielen Dank für den Brief. Und natürlich das Geld. Ich weiß, wie schwierig es für dich sein muss, für uns beide zu sorgen. Ohne deine Unterstützung wäre es mir nicht möglich, meinen Traum zu verfolgen und Bäckerin zu werden. Ich lerne hier so viel erst. Neulich bin ich wieder für meine Fortschritte gelobt worden. Ich werde weiterhin hart arbeiten, Hakim. Ich möchte, dass du stolz auf mich bist. Mit ganz viel Liebe, Akia. Ah, dass sie dich anlügt, ist so eine Nebensache, wa? Waffenfertigung für Anfänger. Hätte ich schon lange machen können. So, nie wieder. So, hier sind wir wieder in Gallopolis. Sorry, Digga, aber nein. Ich muss euch drei einfach mal Manieren beibringen. Genau deswegen. So was Unverschämtes kommt mir nicht in die Hütte. Now, now, not so hasty. Warum beide gegen Bodo, Mann? Ich kriege euch, Mann. Alle zusammen. So. Das war's. Victory is ours. Mehr Flügel zur Aufbewahrung. Jo. Stück Schlangenhaut. Können wir jetzt nochmal testen, ganz ehrlich. So.
Wir gehen jetzt hier hin. Gucken mal bei der Magie. Gondolia. Nee, man muss wirklich sitzen. Immerhin, immer alles wieder voll. Kann man ja mal machen. Ja, wobei, ich kann mir jetzt das Pferd schnappen und direkt in die Wüste rennen. Ist das Beste, was ich machen kann. Danach kann ich hierhin wieder zurückporten und bin wieder an der gleichen Welle. Was? Den Stern, der sich über die Wüste senkt. Zieht euch bitte sofort in eine sichere Entfernung zurück. Was zum Fick ist jetzt wieder los? Warum komme ich nicht da rein? Oh, hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Also, ich sag mal dazu. Das da, dann den da. So, alle drei weg. Jetzt gehen wir hier auf Flammenhieb. Flame consuming. Und das wird das Ende sein. Ja. Hendrik Level 38. 15 Punkte, okay. Schon wieder. Blinde Kuh, ich glaub sie auch. Ja, aber dann muss ich jetzt noch ein bisschen sammeln, ne? So, und das holen wir uns auch noch. Oh Mann, ich muss reinlaufen. Aber es sind noch genau die gleichen. I'm on fire! Die werden keine EP geben. Dann gehen wir zunächst mal da rein. Alles andere ist vollkommen unnötig. Und dann beenden wir die Folge. Dann gehe ich ein bisschen allein auf Suche, außer wir treffen jetzt hier auf Jade. Wäre die einzige, bei der ich die Storyline weitermachen würde. So the rumors were true.
Erdwin's lantern descends towards Gallipolis. They say it began when Yggdrasil fell and darkness covered the land. But why? What is happening to our world? Erdwin's lantern, eh? Back in Dundrasil, we had a legend that after Erdwin defeated the Dark One, he ascended to the skies as a star, so he could watch over Erdrea for all eternity. That was one of Eleanor's favorite stories. And I always thought it was just that. But now I'm not so sure. I mean, if the Lord of Shadows' rise caused Erdwin's lantern to descend... Are you even listening, laddie? Charming. Well, I can share my musings with you again if you'd like. Heard everything you needed to hear, did you? All right, then. Well, I suppose this is no time to be standing around pontificating. The lantern's on course to crash straight into this fair kingdom. We'd best go and see what the Sultan thinks of all this, eh? Garantiert nicht, fragen wir den Sultan. Eine Stelle am Himmel platziert wurde, um über Erdrea zu wachen. Ja, ja. So. Gallipolis hätten wir. Und ich mache jetzt offscreen hier noch ein bisschen weiter, denn ich möchte hier noch mehr, ne, wieder erkundet haben, um dann einfach nur noch straight die Story durchzumachen, ne? Also spätestens bei der nächsten Hauptstadt werde ich wieder einschalten müssen, weil wieder eine Cutscene kommt, ne?